Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Pokémon X. So, wir sind hier in der Stadt, kurz gerade den Namen vergessen, Yantara City angekommen, nachdem wir eine sehr nervige Höhle durchquert haben. Und wir schauen uns einfach mal ein bisschen in der Stadt um, was es hier so gibt. Vielleicht schenkt einem ja jemand was. Wärst du wohl so nett, mir zu zeigen, wie es mit dem Training deines Teams vorangeht? So von Trainer zu Trainer. Klar. Welches Pokémon willst du mir zeigen? Machen wir mal Quajutsu. Nehmen wir mal Raichu. Was soll's. Ui, dieses Raichu war auf Level 3, als du es gefunden hast, aber inzwischen hat es Level 37 erreicht. Ein gut trainiertes Pokémon. Man sieht, dass du dir Mühe gibst. Du trainierst dein Pokémon-Team also, indem du mit ihm unterwegs bist. Hier, das ist ein kleines Dankeschön von mir dafür, dass du mir deine Liebe zu deinem Pokémon gezeigt hast. Von Trainer zu Trainer. Das Glitzern eines Fußabdruckbandes verdeutlicht sehr schön, wie viel Liebe man in das Training eines Pokémons gesteckt hat. Erfahrung lässt sich nicht am Alter messen, sondern an den Kilometern auf dem Tacho. Oder eben den zurückgelegten Schritten. Herzlichen Dank, dass du die Früchte deines Trainings mit mir geteilt hast. Was macht das genau? Ein Fußabdruckband. So hieß das doch, oder? Wird das hier nicht... Keine Ahnung. Jemand fleißig sein Vorbilder nacheifert, entwickelt irgendwann seinen ganz eigenen Stil. Wer stark werden will, braucht also Vorbilder. Ja. Nein, kein Schutz mehr. Hey du, hast du zufällig gerade ein Pokémon vom Typ Fluch oder Flug oder Psycho dabei? Oh, du hast ja ein Glurak dabei. Leih es mir doch bitte mal kurz, damit es mir dabei helfen kann, ein Item vom Küchenschrank zu holen. Ja. Besten Dank, hier, das ist für dich. Sternenstäube. Pokémon sind einfach Gold wert. Okay. Na sowas, sieh mal einer an. Dein Raichu scheint dich ja richtig gern zu haben. Das ist so rührend, da habe ich doch glatt was für dich. Oh, eine Sanftglocke bekommen wir hier. Nice. Gib diese Sanftglocke einem Pokémon zu tragen und es wird noch zutraulicher werden. Das ist wichtig für Pokémon, die sich nur bei Freundschaft entwickeln. Jedes Pokémon ist etwas ganz Besonderes und besticht dich zuletzt durch sein Wesen. Entschuldigung. Ein Pokémon-Kampf ist nur eine von vielen Methoden, sein Können unter Beweis zu stellen. Ich persönlich mag für mich zum Beispiel lieber durchs Leben, als mich durchzukämpfen. Mit dem Hololock bin ich immer auf dem neuesten Stand. Ja, okay. So, hier ist noch ein Haus. Es soll ein Item geben, mit dem man die Fähigkeit eines Pokémon ändern kann. Das habe ich zumindest gehört. Aber wo kann man es noch finden? Was sehe ich denn da? Ein Kalos-Küsten-Pokédex. Zeig mal, wie viele Pokémon du entdeckt hast. 56 Pokémon. Das ist ja wirklich ziemlich beeindruckend. Hier eine kleine Überraschung für dich. Evolit. So, ein Evolit ist schon toll. Es erhöht nämlich sowohl die Verteidigung als auch die Spezialverteidigung. Allerdings entfaltet sich die Wirkung nur bei Pokémon, die sich noch entwickeln können. Ganz schön eigen für einen Stein, was? Ja. Neulich hat mich ein Freund zu sich eingeladen, der vor kurzem Team Flair beigetreten ist. Er hat ausschließlich davon gesprochen, dass nur Team Flair eine strahlende Zukunft habe. Ich hoffe, er hat ihm das ausgeredet. Ein guter Bekannter von mir, ein Wanderer mit einem Fable fürs Riesenradfahren, hat angeblich die endliche große Liebe gefunden. Tut mir wirklich leid, aber ich suche gerade etwas. Okay, da dürfen wir scheinbar nicht hin. Ich gehe mal dann hier hoch. Hallo Lord T, wie geht deine Reise voran? Toxi, lass uns die Einträge in unsere Kalos-Küsten-Pokédex vergleichen und rausfinden, wer schon mehr Pokémon gesehen hat.
mal eine andere Art von Pokémon-Kampf, was? Du hast also bereits 56 Pokémon gesehen. Da ziehe ich wohl den kürzeren. Ich gratuliere dir, Toxi. Ich habe auch ein paar Pokémon gefunden, die allesamt super Tänzer sind. Da fällt mir ein, der Professor meinte doch, wir sollen unbedingt Mr. Mega Hallo sagen, wenn wir in Yantara City sind. Ja, das stimmt, das hat er gesagt. Sollen wir gleich wieder Hallo sagen? Mr. Mega. Ja, stimmt, genau das hat er gesagt. Prima, dann lasst doch alle nach diesem Mr. Mega suchen. Aber wo finden wir diesen Mr. Mega wohl? Also ich habe gehört, dass Mr. Mega im Turm der Erkenntnis sein soll, weiter hinten am Stadtrand. Wie heißt der nochmal? Es gibt wirklich viele Items, mit denen man die Kräfte der Pokémon zur Geltung bringen kann. Oh, dieses Drumherumlaufen. Lass uns eine deiner Citrubeeren gegen eine meiner Jongerbeeren tauschen. Ja, ja, meinetwegen. Weißt du, du drückst so und er rennt einmal um den Charakter drumherum. Freundschaft ist die stärkste Kraft von allen. Will man also die verborgenen Kräfte der Pokémon zum Vorschein bringen, wäre es das Beste, sich richtig gut mit ihnen anzufreunden. Die Arena-Leiterin Conny ist gerade für ein Spezialtraining im Turm der Erkenntnis. Okay, wir dürfen noch nicht in die Arena. Oh, diese ewigen Anzeigen. Hm, für dich und dein Reitschuss kein Weg zu weit, was? Ich persönlich bin mein ganzes Leben lang nie aus dieser Stadt rausgekommen. Solltest du mal. Geh mal einmal hier lang. Ich will nur, um zu sehen. Achso, da stehen die beiden Dudes. Pokémon leben für den Kampf. Sieg und Niederlage sind also eine große Verantwortung für den Trainer. Also, ach, ich würde mir so gerne alle Attacken ansehen, die von Pokémon eingesetzt werden können. Ja. Das ewige Leben. Klar klingt das erst einmal verlockend, doch irgendwann kommt einem das doch bestimmt auch zu den Ohren raus. Der Aufwand, die Liebe und das Herzblut, das man in seine Pokémon steckt, zahlen sich doppelt und dreifach aus. Okay, das hat sich super gelohnt, dieses Haus hier im Nirgendwo. Schau mal, Lotti, ich will dir was zeigen. Einen Tanz? Ich rede von dem Stein. Als ich vorhin einen herumreisenden Sammler seltener Steine in meinen neuen Tanz gezeigt habe, hat er mir den einfach so geschenkt. Was meinst du? Ist das vielleicht ein Megastein? Das wäre ja toll. So oder so, ich gebe ihn dir, Lotti. Dankeschön. Ich meine, du bist ein großartiger Trainer, Lotti. Ich habe unsere Pokémon-Kampf auf Route 5 nämlich nicht vergessen. Oh nein. Ein kurioser Stein. Ist das der Turm der Erkenntnis? Wahnsinn. Ja, der ist schon beeindruckend. Ich gehe Trovato Tomato holen. Geh schon mal vor. Vorher schauen wir uns mal hier um. Sternenstaub. Sagen, das sieht hier so aus, als müsste man hier auf jeden Fall mal mit dem Itemradar suchen. Aber scheinbar war es das schon. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Ein Foto machen. So. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich will noch besser werden, als ich es jetzt bin. So fühlen sowohl Menschen als auch Pokémon. Ja, wir gehen mal hier weiter. Da. Oh, diese Kameraperspektive. Guck mal, wie soll man so steuern? Aber was soll's. Oh. Itemradar schlägt aus. Ja.
Danke, Kamera. Wir gehen mal rein. Ein Lucario. Da kann man reingehen. Okay. Huch. Du musst Toxi sein. Professor Platan hat mir schon von dir erzählt. Nun, ich bin Mr. Mega, ein alter Bekannter des Professors. Tja, dass Mr. Mega ist nicht mein richtiger, Name ist, wirst du dir sicher schon gedacht haben, nicht wahr? Aber egal, komm mal bitte her, ja? Bist du allein unterwegs? Merkwürdig. Platan sagte, er habe 5 Kindern einen Pokédex gegeben. Wo sind die anderen 4? Oh. Mit wem redest du da, Lotti? Man nennt mich Mr. Mega. Ich heiße Tierno und ich bin ein Freund von Toxi. Und ich heiße Trovato. Es freut mich, euch kennenzulernen, Schüler von Professor Platan. Aber es fehlen immer noch 2, wo die beiden wohl stecken. Huch, hast du diesen kuriosen Stein da etwa gefunden? Ein Freund gab ihn mir. Nicht so bescheiden, Lotti. In gewisser Weise hast du ihn ja gefunden. Wer den Stein gefunden hat, ist letztlich auch eine Nebensache. Viel wichtiger ist es, die Wahrheit zu sagen, denn wenn jeder lügen würde, gäbe es für die Wahrheit keinen Platz mehr in unserer Welt. Ach ja, und bei diesem kuriosen Stein handelt es sich übrigens bloß um einen gewöhnlichen Stein. Das ist die nackte, ungeschmückte Wahrheit. Was ist denn das für ein Lärm? Soll das heißen, dass wir nun vollständig sind? Schön, dass du es bis nach Yantara City geschafft hast. Lucario scheint sich in seinem Pokéball sehr zu freuen, dich wiederzusehen. Nun, lass uns mal nachschauen, was da so vor sich geht. Aha, sieht so aus, als seien wir vollzählig. Lotti. Alles in Ordnung? Ist schon eine Weile her, seit wir zuletzt alle an einem Fleck versammelt waren. Stimmt, das letzte Mal war auf Route 7. Mr. Mega. Darf ich fragen, wer dieses Mädchen ist? Das wollte ich schon die ganze Zeit wissen. Das ist meine Enkelin Conny. Sie ist die Arenaleiterin von Yantara City. Jetzt, wo alle von Professor Platans Schülern hier sind, kann ich endlich mit meinen Ausführungen zur Mega-Entwicklung beginnen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle wisst, wie eine gewöhnliche Entwicklung funktioniert. Klar wissen wir das. Bei bestimmten Pokémon setzt die Entwicklung ein, wenn man sie durch Kämpfe trainiert. Andere entwickeln sich hiergegen nur durch bestimmte Items. Da gibt es noch solche Pokémon, die sich entwickeln, wenn sie zutraulicher geworden sind. Oh, und manche können sich nur an ganz bestimmten Orten entwickeln. Ja, niemand hat gefragt. Wirklich niemand hat gefragt. Er hat nur gefragt, ob wir generell wissen, aber okay. Genau, die Entwicklung der Pokémon hat viele verschiedene Auslöser. Aber was, wenn sich ein bereits voll entwickeltes Pokémon erneut entwickelt? Das nennt man eine Mega-Entwicklung. Ihr habt richtig gehört. Bisher nahm man an, ein Pokémon könne sich maximal 2-mal entwickeln. Doch die Mega-Entwicklung stellt alles, was wir bisher zu wissen glaubten, auf den Kopf. Sie verleiht dem Pokémon zumindest zeitweise ungeahnte neue Kräfte. Bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe. Glumanda entwickelt sich zum Beispiel zu Glutexo und Glutexo schließlich zu Glurak. Kann sich Glurak dank der Mega-Entwicklung nochmal zu einem anderen Pokémon weiterentwickeln? Exakt, du hast es erfasst. Aber nicht alle Pokémon sind zur Mega-Entwicklung fähig. Wie bereits erwähnt, ist die Mega-Entwicklung außerdem zeitlich begrenzt. Das heißt, nach einer Weile entwickelt sich das Pokémon wieder zu einem Glurak zurück. Ist das wahr? Ich dachte, meine Entwicklung sei etwas Endgültiges. Grundsätzlich ist das korrekt. Die Mega-Entwicklung ist jedoch eine Ausnahme. Es gibt aber noch viele offene Fragen zu diesem Thema, um ganz ehrlich zu sein. Mit Sicherheit sagen können wir bisher nur Folgendes. Um eine Mega-Entwicklung auszulösen, wird eine bestimmte Kombination an Items benötigt. Es muss außerdem ein unerschütterliches Vertrauensverhältnis zwischen dem Pokémon und seinem Trainer bestehen. Ein unerschütterliches Vertrauensverhältnis, mit anderen Worten also eine Freundschaft. Kommen wir jetzt zu den benötigten Hilfsmitteln. Bevor wir irgendetwas passieren kann, muss das Pokémon einen Megastein erhalten und der Trainer mit einem Mega-Ring ausgestattet sein. Letzterer ist mit einem mysteriösen Stein besetzt. Professor Platan vertraut euch und hat jedem von euch einen Pokédex zukommen lassen. Deshalb würde ich euch, ohne mit der Wimper zu zucken, die nötigen Hilfsmittel für die Mega-Entwicklung anvertrauen. Aber. Es gibt ein Aber, was soll das heißen? Das heißt, ich habe leider nur diesen einen Mega-Ring, dass ich nur diesen einen Mega-Ring habe. Sie sind sehr teuer in der Herstellung. Das ist einer der Gründe, weshalb die Forschung zur Mega-Entwicklung so langsam voranschreitet. Ihr müsst also unter euch ausmachen, wer von euch in die Fußstapfen des Hüters der Mega-Entwicklung treten soll.
Ich gebe es ganz offen zu, Pokémon-Kämpfe sind nicht gerade meine Stärke. Deshalb wäre der Mega-Ring bei mir auch in den falschen Händen, denke ich. Mir geht es ähnlich. Obwohl der Mega-Ring sicher ein tolles Andenken wäre. Ich will mich in erster Linie darauf konzentrieren, den Pokédex zu vervollständigen. Die Mega-Entwicklung zu erforschen klingt verlockend, aber das würde mich nur von meinem eigentlichen Ziel abbringen. Das heißt, es läuft entweder auf Lord T oder Serena hinaus. Als Trainer macht euch beiden so schnell keiner was vor. Toxi, lass uns die Sache durch einen Kampf entscheiden. Das ist die Gelegenheit, um ein für alle Mal herauszufinden, wer der beste Trainer aus Estesia ist. Ja, let's go. Auf geht's. Bist du bereit? Ja. Meine Pokémon glauben an mich. Sie glauben, dass ich es schaffen kann, die Mega-Entwicklung zu meistern. Sie haben mir die ganze Zeit über beigestanden, deswegen darf ich auch nicht um ihretwillen nicht verlieren. Ich brauche dich nur anzusehen, um zu wissen, wie stark du bist. Aber ich werde nicht verlieren. Nein, ich werde auf jeden Fall gewinnen. Serena, Psiaugon. Ja, schauen wir mal, ob Raichu da was machen kann. Machen wir mal einen Donnerblitz. Toll. Schild. Jetzt schon nervigstes Pokémon aller Zeiten. Flam. So, jetzt machen wir nochmal einen Donnerblitz. Absolut, ja komm, das müsste Raichu hinbekommen. Donnerblitz. Au. Okay, das war jetzt nicht so, aber wir machen es nochmal. Vielleicht reicht es. Ein HP mal wieder. Igastanisch. Ja, ich möchte wechseln. Das ist ein Job für Glurak. Schau an. So, ein Funkenflug bitte. So. Ja. 6000, Alter. Ihr gebt wirklich ein starkes Team ab. Man kann eure Freundschaft förmlich spüren. Es ist zwar bitter, dass ich verloren habe, aber jetzt bin ich mir ganz sicher, dass du die Mega-Entwicklung meistern wirst. Bei jedem Pokémon-Kampf gibt es Sieger und Verlierer, aber das ändert nichts daran, dass ihr beide fantastische Trainer mit tollen Teams seid. Die Mega-Entwicklung ist nur eine Methode, um seinem Pokémon mehr Stärke zu verhelfen. Ich bin mir sicher, dass es viele Trainer gibt, die auch ohne sie das absolute Maximum aus ihren Pokémon herauskitzeln. Nun gut, Toxi, fordere zuallererst die Arena-Leiterin Conny heraus. Oh. Du hast ein Glurak in deinem Team. Ich bin gespannt darauf zu sehen, was ihr beide dank der Mega-Entwicklung deines Partners zu erreichen werdet. Für die Mega-Entwicklung benötigt das Pokémon einen Megastein und der Trainer einen Mega-Ring. Gegen einen Trainer, den mein Lucario so ins Herz geschlossen hat, muss ich unbedingt kämpfen. Ich erwarte dich in der Arena. Dort werde ich prüfen, ob du wirklich würdig bist, der Hüter der Mega-Entwicklung zu sein. Deine Freunde können mich natürlich auch jederzeit zum Kampf herausfordern. Der Prof freut sich bestimmt riesig, wenn es dir gelingt, eine Mega-Entwicklung zu meistern. Sowas kann nicht jeder dahergelaufene Trainer. Stimmt, der Prof wollte schließlich, dass wir Spaß auf unserer Reise mit dem Pokémon haben und uns zum Ziel setzen, die besten Trainer zu werden, die wir nur sein können.
Tierno, lass uns auch unser Bestes geben und alles aus uns herausholen. Roger, nimm dich in Acht, Welt. Hier kommen wir. Also dann, Lotti und Sana Banana, wir sehen uns später. Oh, bla, es ist wieder so eine Bla-Folge. Eigentlich sind alle Menschen Pokémon einzigartig, aber genau deshalb ist es oft sehr hilfreich, sich mit anderen zum Besten und zu versuchen, einander immer wieder zu überbieten. Denn nur so wird man besser und stärker. Eine gesunde Rivalität zerstört zum Glück. Lotti, der Wettkampf zwischen dir und Serena ist für eure Trainerin sehr förderlich. Wenn ihr weiter versucht, einander zu überbieten, werdet ihr sicher beide sehr stark. Ich bin froh, mit euch reisen zu dürfen. Darf ich jetzt? So, ich würde jetzt gerne die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.